Heute zeigen wir euch, wie man Adjektive mit dem unbestimmten Artikel dekliniert. Aber zuerst wiederholen wir die Farben. Schaut zu. Rot, gelb, weiß, braun, blau, grün und schwarz. Und jetzt die Kleidungsstücke mit den Artikeln. Das ist ganz wichtig, dass du sie merkst. Also, der Rock, der Pullover, die Hose, die Jacke, das T-Shirt, das Hemd, die Schuhe und die Socken. Wow, es ist so windig. Es ist alles weg. Schau mal, was ist das? Das ist ein roter Pullover. Rot bekommt die Endung ER. Oh, da fliegen die Hosen. Echt? Ja. Das ist eine Hose. Das ist eine blaue Hose. Und blau braucht die Endung E. Ups, alles weg. Oh nein, so viele T-Shirts? Was habe ich? Was ist das? Das ist ein grünes T-Shirt. Du brauchst aber für die Endung S den Vokal E zusätzlich. Das ist sehr wichtig. Und wieder alles weg. Jetzt marschieren die. Was ist das? Das sind Schuhe. Das sind weiße Schuhe. Und wieder die Endung E. Wie bei dem Artikel die. Jetzt üben wir zusammen. Schau nochmal genau zu. Der Pullover. Das ist ein roter Pullover. Die Hose. Das ist eine blaue Hose. Das T-Shirt. Das ist ein grünes T-Shirt. Die Schuhe, das sind weiße Schuhe. Jetzt bist du dran. Probier es mal und lies mit. Der Rock, das ist ein... Die Jacke, das ist eine... Das Hemd, das ist ein... Die Socken, das sind... Super, gut gemacht. Das ist doch ganz einfach. Also lerne mit und zieh dich bunt an.